Und damit herzlich willkommen zurück zum schon 24. Part. Wir sind fast bei einem Vierteljahrhundert. Heftig, ne? Heftig. Call of Duty Advanced Warfare. So, wir sind jetzt hier gerade auf dem Weg zu den Geschützen. Ich hole mir natürlich ein bisschen Muni. Muni. So, warte mal, was habe ich denn für das? Boah, das ist wieder der Laser. Nee. Das ist der Laser. Nee, das ist nicht der Laser. Das ist der Laser. Boah, das ist so romantisch. Der Laser ist ja, Laser ist ja auch eine Art der Beschreibung, ne? Wenn etwas cool ist, ist das auch Laser. Weil besser als Laser geht nicht. Du bist so Knorke. Ja. Du bist richtig Knorke. Ich bin voll Laser. Du bist voll Laser. Ja, guck mal. Das kann's. Ich sag dir, der kommt irgendwann. Oh, ja, der kommt heute nicht mehr. Warte. Warte mal, da kann ich hier LB drücken. Oder so. Kletterhaken. Fast. Da wollte ich zwar nicht hin, aber es ist auf jeden Fall Primetime hier oben. Du hast dein Ziel verfehlt. Okay. Okay. Wow. Wow. Nice. Au. Au. Mach dir mal der Zeit auf irgendetwas. Granate. Uiuiuiui. Weißt du überhaupt, was du gerade tust? Klar. Töten. So. Von wo? Ausschalten! Jetzt ganz Zug. War hier nicht gerade einer? Ja, da oben. Rechts. Ja, aber er liegt ja hoch. Der ist ja tot. Auf dem Haus, links, oben. Hoch. Ach, wow! Ich meine ja nur noch. Ja. Ohoho, mal gut geht's mir gerade nicht. Ja. Okay. Also da sagt er eben, drei Kanonen stehen noch. Oh, Gideon? Warum hat Gideon denn sowas an? Der ist Trendsetter. Moment mal. Als wir in dieser Schule waren, sahen die Leute ja auch so aus. Vielleicht waren das schon die von dieser Einheit, gegen die wir gekämpft haben. Ja, die hatten auch solche Anzüge. Das Operationszentrum ist in Sicht. Die waren ja auch mit einem Atlas-Fahrzeug da. Stimmt. Hey, vielleicht ergibt das gerade alles wieder ein Bild. Sinn. So. Wo ist er denn? Der Mech. Der schwere Mech. Mech-Warrior. Ja, die Übersicht ist auch nicht so laser. Ja, du darfst es halt nicht inflationär benutzen, das Wort, ne? Ist das nicht mehr so laser? Ja. Wow, was geht denn hier ab, ey? Der Laser ist so geil. Die fliegen hier auch nacheinander alle hin und her. Ich glaube, ich zock nachher eine Runde Quake. Da gibt es auch seinen schönen Laser. Aber der kann nur einen Schuss, oder nicht? Nee, der macht das sind diese Gabel. Diese Gabel, die dann schießt. Ziemlich Overkill. Apropos Overkill. Fuck you, ey. Gib mal den Controller over. Rüber, also over, ne? Ja, verstehe schon. Immer richtig gut drauf bist du heute. Man muss sich auch ein bisschen fühlen wie Spider-Man, ne? Um erfolgreich hier durch diese Mission zu kommen. Aber das ist jetzt gerade echt ein bisschen verwirrend. Also überhaupt keine Ahnung wohin. Ah, das sind die Mechs wahrscheinlich. Obwohl ein Mech ist ja eigentlich so ein begehbares Ding, ne? Das ist ein Mech, oder nicht? Guck mal, ob du da L oder R. Nee, LB drücken kannst. Ich guck erstmal, dass ich nicht sterbe hier. Wo ist hier der Mage? Ah, ich glaube, das kannst du nur von hinten machen. Schade. Hey, das da darf ich nicht wahr sein. Boah, Alter. Du hast gerade eine Minute gespielt und der Controller fühlt sich an wie... Eine Minute Spaß. Nee. Eine Minute Schwitzen. Das kann man echt.
holen jetzt das nächste Mal holen wir hier diese Calciumpulver. Dieses Calciumpulver, was man auch bei der Olympiade auf die Hände tut. So, guck mal. Damit es aber ein bisschen feuchter zwischen deinen Arschbacken rausgeht, oder was? Guck mal. Machst du schön. Tsching. Oh. Guck mal am Boden. Schwarzes Blut. Komm, lass mal hier mal ein bisschen Vollgas geben. Ja, okay. Ich werf mal eine Intelligent Grenade. Mach mal. Gibt's nicht. Ich hab nur normale Sonder. Du bist die Intelligente. Ja, ich meinte eigentlich diesen Such. Diese EMP oder so. Ey, das kann doch echt nicht wahr die sein. Die haben ziemlich lange auf dich draufgeballert. Hey damit. Fuck it, ey. Ich glaube, hier lang zu laufen ist der falsche Weg. Glaubst du? Ja. Wir sollten bei unseren Kollegen bleiben. Dann immer mit denen Stück für Stück vorrücken. Jetzt ohne Scheiß? Jetzt ohne Scheiß was? Das ist einfach voll der Overkill, ey. Überleg da mal. Man kann ja nirgendwo rausgehen, ohne direkt zu sterben. So, wenn ich mich ein bisschen erholt habe, kriegt der Wichser die volle Ladung. Ja, gesessen. It's time to say goodbye. Hey, Mann, ey. Ja, schlechter das Akku als so mein Handy. Endlich! Mein Gott. Ach, das sind diese Geschosse von dem. Okay, du läufst gerade wieder zurück, aber ich denke, das. Ich weiß, was ich tue. Ja. Vertrau mir. Okay. Alles klar. Oder denn da rechts siehst du, oder? Mich verstecken. Dann ist wieder ein Mech. Ist das eigentlich bei mir auch so, wenn ich spiele, dass du das Gefühl hast, dass ich richtig dämlich und also überhaupt nicht nachvollziehbare Sachen mache. Ja. Okay. Welche Antwort hast du eigentlich erwartet? Nein, also bei dir ist das alles schlüssig und macht Sinn. Siehst du, das ergibt Sinn. Und du? Ist das ach, nein. Geil. Schön im Arsch, guck mal. Oh, jetzt sind beide Mechs tot, ne? Panzer machen Hackfleisch aus uns. Geh dir nicht auf mit Deckungsfeuer. Da vorne ist dein Waffendepot. Mitchell, du begleitest Knox. Schnappt euch die Stinger, wir geben euch Deckung. Stinger. Los! Hat das geklappt mit dem Mix? Ne, ich hab irgendwas anderes gedrückt. Okay. No idea what I'm doing. Lass dich rein. Mitchell, schnapp dir den Stinger, bevor der Panzer uns plagt, Mann! Granate. Du und entspannen! Ah, okay. Gott sei Dank kam dieses Event. Sequenz-Obergranate. Abgefahren. Was soll er machen, die da? Sieht aus wie diese Dinger von... Ach, das ist diese Biowaffe. Oh, oh. Oh, nein. Was geht da vor? Knox hat's erwischt. Ich brauche einen sofortigen Rettungstransport. Nein, das ist mein Dekor. Wir müssen sofort... Alle Truppen abziehen! Wieso sind wir immun? Eins wollte seine eigenen Leute schützen. Wir drei sind wohl immunisiert worden. Oh, oh. Zurückschießen! Krass.
Halte durch. Der Sieg ist in greifbarer Nähe. Sehen Sie sich um. Um uns herum fallen die Feinde, einer nach dem anderen. Jeder einzelne von Ihnen kann die Veränderung einläuten. Ja, es wird Verluste und Rückschläge geben. Aber vertrauen Sie mir. Wir werden siegen. Die Sicherheit, nach der wir uns alle sehen und die wir alle verdienen, ist nicht weit entfernt. Doch wir könnten sie uns nur holen, wenn auch Sie bereit sind, dafür zu kämpfen. Kämpfen Sie. Ziel gescheitert, stand da gerade. Echt? Hm. Glaube ich nicht. Nächste Mission. Oder gesichert. Ich glaube gesichert, Alter. Hey, komm schon. Vollgas abgeschlossen. Nächste Mission? Ah, okay. Ich bin aufgeregt. Aufgeregt! Ultra gay. Ich habe dem Tod schon oft ins Auge gesehen. Ich habe es nicht gewollt. Aber in solchen Momenten spürt man eine Ruhe, eine Klarheit, die man nie erwartet hätte. Es wird einem klar, dass die Gegenwart das Ziel eines jeden Schrittes war, den man gemacht hat. Und im selben Moment sieht man einen zweiten Weg. Das ist der, für den man sich beim ersten Schritt hätte entscheiden können. Wir sind alle zusammen auf diesem Weg. Die Guten, die für die falsche Sache kämpfen. Und die Korrupten, die sich in Rechtschaffenheit hüllen. Jeder ist überzeugt, dass er auf der Seite der Engel steht. Aber jede Reise endet irgendwann und man kann dem Tod nicht ewig entrinnen. Wir hatten all unsere Kraft gegen Atlas eingesetzt, doch sie reichte nicht aus. Und nun mussten wir zahlen. Oh. Das sieht verdächtig nach Ende aus, ehrlich gesagt. Ende gut, alles gut. Unbekannter Ort. 2061. Uiuiuiui. Das sage ich auch ziemlich häufig, fällt mir gerade auf. Ja. Uiuiuiui. Wie alte Leute sagen. Vorsicht. Jedes Detail könnte wichtig sein. Was ist das hier? War mal ein Forschungslabor. Wurde von 1 wohl modifiziert. Forschung für was? Irgendwas in Richtung Medizin, glaube ich. Aber egal. Jetzt ist es ein Knast. Okay, scheinbar haben die überlebt. Es ist soweit. Wir überleben nur, wenn wir einen klaren Kopf behalten. Auf unsere Chance warten. Alle raus aus dem Laster! Los! Raus aus dem verdammten Laster! Ja, ja, jetzt ist er stark, Pisser. Willkommen bei Atlas! Bereit für Lieferung! Käfig öffnet sich! Die beiden, der sich weg! Los, Bewegung! Geht ihr? Die anderen hinter dir! Immer solche Wichser haben wir zu Hunderten getötet. Der Käfig füllt sich! Wir gehen runter nach Null. Schade. Los in den Käfig. Los. Käfig schließt sich. Sicher. Wie kommst du hierher? Ach, der lebt auch. Unsere Luftunterstützung wurde von Manticore vernichtet. Ich war nicht im Sprengradius, aber unser Trupp war völlig unterlegen. Holt uns hier irgendjemand raus? Die ganze Stadt ist verseucht. Wir haben uns komplett zurückgezogen. Denke nicht, dass jemand kommt. Käfig öffnet sich! Okay, los Jungs, raus aus dem Käfig, los raus jetzt! Scheint so, als wenn Atlas wirklich die größte Macht wäre, gegen die man nicht ankommt. Hierher, los! Na los! Gehen wir los! Aber wieso ist der Schwarze nun? Hab ich gerade auf die Fresse bekommen? Ja, weil du nicht gehst. Alter, die prügeln mich. Wow, guck mal, die gehen aber hier nicht gut mit den Gefangenen um. Was glotzt du so? Augen geradeaus! Moa. Schnauze! Los!
kommen vier. Da werden jetzt alle exekutiert. Das kann man doch irgendwo, ja. Okay, Leute, hier entlang. Holen wir auf. Oh. Ich glaube, das war's für die. Uiuiuiui. Klassisch. Wie die Affen im Käfig. Schluss mit dem Glotzen. Los, weiter. Da kommt was bei C6 ab, oder? Oh, keine schönen Bilder hier. Augen geradeaus. Mein Gott. Freigabe. C-Block wird verriegelt. Käfig öffnet sich. C-Block offen. Fesseln hoch. Freigabe. Sicher. C-Block wird verriegelt. What? Ich achte runter. Runter. Schön packen. Dann lassen wir sie nicht durchkommen. Da kommen vier. Sicher. Wie dieselbe Spritze. AIDS? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Ja, man darf nicht dieselbe Spritze weiterreichen. Ach so. Gideon ist ja wahrscheinlich so gesäubert. Ja. Ich wollte den Mann treffen, der mich umbringen sollte. Wir sollten sie nur aufhalten. Aber hätten wir sie umgebracht, hätte uns das auch nichts ausgemacht. Scheitern wird hier bei Atlas nicht akzeptiert. Daher bin ich ungehalten, dass drei meiner besten Leute so total versagt haben. Tja, aber so muss es sein. Die Spreu vom Weizen, die Starken von den Schwachen. Die alten Spartaner wussten, was Krieg bedeutet. Aber das Wissen ging verloren. Zwei Jahrtausende lang. Und ihr Sohn Will, was war er? Spreu oder Weizen? Will war das Opfer der fehlgeleiteten Politik der US-Regierung. Will starb für das, woran er glaubte. Das Tragische dabei ist, für das zu sterben, woran man glaubt, macht es nicht wahr. Du bist nicht jung, aber du bist stark, Cormac. Ich gebe dir 20 Minuten, bis du verblutest. Bis dahin überleg dir, ob es all das wert war. Und du? Der verlorene Sohn kehrt zurück. Ich habe an dich geglaubt. Ich gab dir eine zweite Chance. Du bist nicht wie Will. Oh Mann. Heftig. Alles viel zu heftig. Aber das sah gerade grafisch richtig krass aus, als er so nah war. Hm. Nice. Bei denen. Der hat nichts an, ne? Und boxt ihn durch den halben Raum. Hol ihn da raus. Kannst du gehen? Stoppt Irons. Ich kann nicht. Schluss jetzt. Wir gehen. Alle zusammen. Ich hab ihn. Okay, mir nach und leise sein. Okay, dann machen wir an der Stelle jetzt Feierabend. Wir bedanken uns fürs Zusehen und Zuhören. Vielen Dank, das war auch für mich sehr, sehr aufregend alles. Ich muss erstmal auf Toilette. Alles klar, dann sehen wir uns in Part 25 wieder. Denkt an das Abonnement, denkt an den Like. Und an die Kommentare. Und denkt an Twitter.
Emma, der wird besser, je öfter du ihn sagst. Danke. Okay. Ciao. Ciao.